So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen uns heute mit dem Bau der Muskelfaser beschäftigen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, insbesondere in der Oberstufe in Niedersachsen zum Beispiel. Die genauere Funktionsweise so einer Muskelfaser ist dann dem Leistungskurs vorbehalten. Das Problem bei diesem Unterricht ist, dass der sehr modellhaft, sehr abstrakt häufig bleibt. Und da habe ich mir für euch etwas überlegt, wie man hier ein bisschen Mikroskopie betreiben kann. Ihr seht hier in der Abbildung links eine Muskelfaser. Das ist also eine vielkernige Zelle, die aus Myoblasten entsteht, das wisst ihr bestimmt, und die sich besonders dadurch auszeichnet, dass sie diese hellen und dunklen Banden hat. Deswegen spricht man ja auch von quergestreifter Muskulatur. Und in diesen vielkernigen Zellen, die so schlauchartig sind, sind dann die Myofibrillen enthalten und die wiederum sind ja hauptsächlich aus Aktin und Myosin aufgebaut. Aber wie das genau funktioniert, das kann man hier mit der Mikroskopie natürlich nicht klären. Was man aber sehen kann, sind diese sogenannten A- und I-Banden. A-Banden sind die dunklen, die sind stärker lichtbrechend und ich zeige euch jetzt, wie man das wirklich sehr schnell, sehr einfach mit seinen Schülerinnen und Schülern umsetzen kann. So, um Muskelzellen zu mikroskopieren, braucht es nicht viel. Und zwar habe ich hier ein bisschen Methylenblau-Lösung eingefüllt in diese Schale. Und dann habe ich mir einen Putenschnitzel besorgt. Und alles, was man jetzt tun muss, ist, sich aus dem Putenschnitzel kleine Stücke herauszulösen. Wirklich ganz kleine, ungefähr so groß. Hier könnt ihr das sehen. Das reicht schon. Die kommen in die Methylenblau-Lösung und dann können die Schülerinnen und Schüler, wenn das eingefärbt ist, so nach einer Viertelstunde oder so, kann man das unter das Mikroskop legen. Und zwar macht man dazu etwas ganz Ungewöhnliches. Ich nenne das mal Zupf-Quetsch-Präparat. Das geht so: einfach einen Objektträger nehmen. Ich schiebe das hier mal weg. Das Stück Fleisch, das eingefärbte darauf legen. So. Na komm. Dann kann man noch ein bisschen mehr Methylenblau-Lösung draufgeben. Wasser geht auch. Es geht auch ohne Methylenblau im Übrigen, aber so ist es besser. Und dann nimmt man einfach ein Deckglas, legt das wie üblich darauf. Gezupft haben wir schon und jetzt wird gequetscht. Da muss man so ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Je stärker man das quetscht, umso mehr sieht man nachher. Und das legen wir jetzt unter das Mikroskop und dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Ja, unter dem Mikroskop kann man jetzt, das ist hier nur das Zehenobjektiv, gut sehen, wie diese Banden angeordnet sind. Und man kann, wenn man so ein bisschen hin und her fährt mit dem Fokus, kann man auch sehr schön diese schlauchartige Gestalt dieser Zellen, dieser vielkernigen Zellen erkennen. Ja, das war es eigentlich schon. So einfach kann man das umsetzen. Man kann natürlich auch das 40er-Objektiv verwenden. Da sieht man auch nicht viel mehr. Insofern würde ich das gar nicht unbedingt empfehlen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt Lust, das mit euren Schülerinnen und Schülern auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal.